So, und auf die Frage hin, Herr Lichter, wird Ihnen das nicht irgendwann langweilig, Schmuck zu gucken, kann ich jetzt ganz klar sagen, nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Hier sowieso nicht. Ach du heiliges Kanonenrohr. Also wie kann einem sowas bitte langweilig werden? Niemals. Niemals. Ja, schade, dass es nicht uns gehört. Bitte schön, die Dame. Und jetzt sehe ich schon wieder grün. Heute ist mein Glückstag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich. Freut mich außerordentlich, darf ich vorstellen. Frau Wendela-Hortz. Ich freue mich auch sehr. Hallo. Hallo. So, jetzt bräuchten wir noch Ihren Namen. Juliane Ferenczi. Ferenczi. Mhm, das ist ungarisch. Ungarisch. Ist die bezaubernde Dame denn aus Ungarn? Mein Vater. Der Papa. Stammte aus Ungarn, genau. Und ich bin aber aus Hamburg. Was macht die bezaubernde Dame da beruflich? Ich lebe jetzt in Heidenheim wegen der Liebe und bin Anwältin in der Musikbranche und Erbrechtsspezialistin und Mediation, Coaching, schreibe Bücher. Mhm. Gut, meine Liebe, wo hast du den Schmuck her? Das habe ich mir vor 24 Jahren selber geschenkt, gekauft in München, als ich da meine Kanzlei eröffnete. Das war sozusagen die Belohnung. Oder ich fand es so schön, das Stück. Und ich finde es immer noch schön. Es ist wunderschön, weil es so schlicht gehalten ist. Und das gefällt mir sehr gut. Ja. Meine liebe Wendela, fangen wir an mit diesem wunderbaren Schmuck. Mhm. Ein wunderbarer Schmuck, das greife ich direkt auf. Ja. Ja, ein sogenanntes Franzenkollier, entstanden in der Zeit der Jahrhundertwende um 1900, also bis spätestens 1910, würde ich sagen. Etwas ist nicht ganz original, gleich mal vorweg. Und zwar wurde die Kette irgendwann mal ausgetauscht. Das ist nicht die erste Kette, mit der das Stück gefertigt wurde. Aber sie passt einigermaßen. Was natürlich hier ganz wichtig ist und direkt ins Auge fällt, das sind die wunderbaren Steine. Also es gibt hier Diamanten. Große Diamanten, 15 Stück. Und der größte hier in der Mitte wiegt ca. 1,44 Karat. Und die rechts und links dürften auch noch ca. 1 Karat wiegen. Da die Steine nämlich im Old European Cut, also im Altschliff, geschliffen sind, sind sie etwas schwerer, als sie erscheinen vom Durchmesser her. Insofern ergibt sich hier ein Diamantgewicht insgesamt von an die 12 Karat. Wow. Ja. Genau. Und es gibt noch etwas wirklich Spannendes, und zwar, wie das damals so üblich war. Normalerweise bekommen wir die Schmuckstücke und die Steine, die Fassungen, die Gewinde sind schon irgendwann verlötet worden, repariert worden, sonst was. Und in dem Fall kann man die Steine wirklich noch hier ausschrauben. Und natürlich konnte man die Diamanten dann in andere Schmuckstücke einsetzen. Genau, dann musste man sich nicht diese wertvollen Steine gleich mehrfach kaufen. Also das sehe ich jetzt für mich so das erste Mal und ich finde es großartig. Was für eine tolle Idee. Ja, ich habe es schon oft erzählt, dass das früher ging. Also das ist ganz wunderbar, dass das hier noch möglich ist. Es sind keine lupenreinen Steine, aber sie sind, wenn man das Alter bedenkt, in einer ziemlich guten Qualität. Nämlich schon im mittleren Reinheitsgrad. Mhm. Ich würde hier eine SI-Qualität annehmen, also keine Piqué-Steine. Und auch die Farbe ist auch im mittleren Bereich. Also der große in der Mitte ist etwas dunkler als die anderen, aber das ist ganz häufig der Fall. Ja. Also sehr schön, die Länge 36 cm. Ich habe gesehen, hier hinten wurde mal ein Zentimeter verlängert. Ich weiß nicht, ob das schon so war, als Sie es gekauft haben, wahrscheinlich. Ja, ja. Denn die Colliers wurden wirklich sehr nah am Hals getragen, ganz eng. Ich zeige vielleicht einmal die Unterseite. Die Fassungen sind in Gold gearbeitet. Mhm. Das ist ein 585er, Gelbgold. Und ja, auf Messerdrähten, ganz zeittypisch, wie das so sein sollte. Defekte haben wir keine, Zustand gepflegt? Der Zustand ist gut. Der Zustand ist gut. Natürlich haben wir ein paar Verfärbungen und ein paar Kratzer. Aber wenn man bedenkt, wie alt das Stück ist und wie filigran die Verarbeitung ist, der Zustand hervorragend. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Was würdest du gerne haben wollen? Ja, ich habe lange überlegt und bin auf die Zahl 23.000 gekommen. Ja. Auf welche Zahl kommt Wendela? Als Verkehrswert oder Realisationswert oder gemeiner Wert, was auch immer, wie auch immer wir das nennen möchten, an einen Händler ist das leider nicht zu erzielen. Also hier würde ich realistischer ansetzen, circa 12.000 Euro. Ja, also man muss da wirklich ein bisschen Spiel haben. Der Händler findet auch nicht gleich jemanden.
der muss das vorfinanzieren, der hat ein gewisses Risiko. Ich würde hier die Grenze sehen bei 14.000, 12 bis 14, aber ich halte 12 für realistischer. So, 12 bis 14. Spielregeln sind relativ einfach. Wenn du mir jetzt spontan sagst, Mensch, Horst, dafür gehe ich in den Händlerraum, dafür würde ich es unter Umständen abgeben, dann kriegst du die Karte. Wenn du sagst, nein, also unter 20 auf gar keinen Fall, weil du 23 gesagt hast, muss ich dich nicht rüberschicken. Ich weiß. Also bei 14.000 und dann vorwärts kann ich es mir vorstellen. Vorwärts, rückwärts, ja. Vorwärts kann ich es mir vorstellen, ja, absolut. Ja, du hast gesagt 12 also, bis 14, ja. 14, 12 bis 14, also, dann diskutieren wir nicht mehr lange. Genau, dann passiert ich jetzt bin Folgendes. Gespannt. Ja, ich wir auch, sind bin alle auch sehr gespannt. Wir sind alle gespannt. Ja, weil es ist alles möglich. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Ich musste nicht überlegen, aber du darfst noch den Schluck mitnehmen. Ich trenne mich ungern. Danke. Bitte schön, da geht's rüber. So. Tschüss. Alles tschüss. Gute. Juliannes Mindestpreis ist die Maximalschätzung. Eine spannende Konstellation. Ohlala. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich komme zu Susi zuerst. Ah, ja. Vielen Dank. Dieses schöne Stück stelle ich Ihnen zuerst vor. Oi. Wow. Oh ja. Das sind Mosonite, oder? Mit Rosé. Das sieht schön aus. Ja, doch. Zeig mal. Wow. Also ich muss sagen, das ist eines der schönsten Colliers, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich? So schön? Also ja. Weil es so schlicht Chapeau, ist. Chapeau, wirklich. Ja. Traum. Toll. Um den Wert jetzt ausrechnen zu können, bräuchte ich Zettel und Papier und eine Rapaport-Preisliste. Um das abzukürzen, frage ich einfach mal die Expertise, Juchbadi. Ja. Also Wendela hat es geschätzt auf 12.000 bis 14.000. Oh, okay. Dann starte ich mit 10.000. Das. 10.5. 11.000. 11.5. 12.000. 13.000, bei 13 mein Lieblingszahl ist. Und meine Glückszahl. Meine nicht. Ihre meine nicht. Absolut nicht, nein. Also das heißt 13, das sollen wir die 13 direkt überspringen am besten. Ja, das unbedingt. Unbedingt, weil sonst direkt lieber auf 14. Also, wenn das so ein bisschen angekratzt schon, würdest du das nochmal nachschleifen? Oder nee. Ach, irgendwas so lassen? Ich mach gerne noch 13.500. 14.000 bei mir. Das bist aber aus deiner Glückszahl raus. Das ist nicht so schlimm. Also wirklich, ich muss sagen, das ist ein richtiges Highlight. Ja. Das freut mich sehr. Was sagen Sie zu 14.000? Es blutet mein Herz. Ich merke das, dass es geht. Würde Ihr Herz bei 15.000 auch noch bluten? Was haben Sie sich denn vorgestellt etwa? Ich war über 20.000 Euro. Oh, okay. Das wird nicht funktionieren. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. Also ich fände es wirklich stark. Ich würde noch 15.5 machen. Ich sehe die Zahl 16.000 vor mir. Kommen Sie her, mach mal. Wow. Schön. Wow, das ist so toll. So ich freue mich sehr. So mega. Ich freue mich sehr, dass Sie das bekommen. Also ich hätte es Ihnen auch gegönnt. Dann würde ich jetzt 6.000 Euro anzahlen und den Rest überweisen, die 10.000. Okay. Ja. Perfekt, ich bin einverstanden. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.000. Ja, das stimmt. So. Das sehe ich so. Und danke. 10.000 Euro mit der Bank. Und ich freue mich unglaublich. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie sich freuen. Dankeschön. Sehr gern. Alles Gute danke. Für Sie. Danke, danke. Alles Gute, danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Wow. Gratulation. Wow. Wow. Gratulation. Was für ein Traum, wirklich. Was für ein Traum. Ja. Unglaublich. Toll. Diamonds are girls' best friend.